viele Leben habe ich jetzt hier für? 3. Gut, das kriegen wir hin. So, mit wem fangen wir an? Ich habe keine Ahnung, wer ist. Wenigstens tauchen die anderen 8 nicht auf, die von Teil 2 nochmal. Nein, die sind nur die normalen. Gut, Needleman. Bei dir war es Jiminy Laser. So, und... Treffer. Yay. Nein, das war zu scheiße. Trotzdem getroffen. Yay, und Energie. Für einen Sieg kriegen wir wenigstens Energie. Nummer 1 ist bezwungen. Dann erwartet uns jetzt der Nächste. Das ist Magnet Man. Jetzt muss ich gerade nochmal überlegen. Spark war's. So, oh, scheiße. Nein, jetzt kommt ja Magnetenpower. Scheiße, na. Nein. Yes, okay. Na gut, Leute. 2 geschafft in der Checkliste. Weiter was hinter uns. Nummer 3. Es ist Jiminy Man. Gut, ich glaube, den habe ich mit Buster gemacht, weil ich absolut die Schwäche nicht rausfinden konnte. Machen wir es in dem Fall auch nochmal. Diese Phase ist ja, wie gesagt, noch leicht. So. Müssen wir einfach nur durchhalten. Dieses Muster. So, das klappt. Das klappt. Das klappt. Nicht. Okay, jetzt wird wieder scheiße. Gut, so geht's auch. Nein, so geht's nicht. Gut, dieser Laser, der kam ja unerwartet. Ich war schon am Überlegen, ob ich Energie als Tank einsetzen sollte. Ich hätte es mal machen sollen. Jetzt schaffe ich es aber ohne. Dann brauchen wir wenigstens jetzt keine Verschwendung, können sie für Wily aufsparen. Wily war doch sehr schrecklich. Ich hatte gerade auch wieder Erinnerung dran. Weil, soweit ich weiß, ist Wily in diesem Teil sehr fies, weil man den nur mit dieser Waffe, mit einer anderen Waffe besiegen kann. So. Okay, erstmal ausweichen. Es geht wohl wirklich nur, wenn es so weiter springt, dass er dann so rumhüpft. Das war dumm. Dass ich voll in den reinrutsche. Wir sind ja nicht beim Fußball-Megaman, auch wenn du ein eigenes Fußballspiel hast. Aber da kannst du dich dann austoben und nicht hier. Sondern nur noch 3, 2 und... Na, was mache ich jetzt? Oh. Hui, das hat gerade wirklich zu viel geleckt. So. Hartman. Na, gucken wir mal, wie hart du wirklich bist, wenn ich Magnete auf dich schieße. Dann bist du nicht mehr so hart. Dann bist du weich wie ein Butterbrot. So, und die nächsten Treffer. Und Dankeschön. Für die Energie. Und der nächste. Es ist Topman. Ach komm, dich mache ich mit Buster. Auch wenn du eine Schwäche hast. Du bist so einfach. So, komm rüber. Ich bin hier. So, perfekt. Und, ah, leck, 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 leck. Oh Gott. Slow-Motion Mega Man. Scheiße. Egal, wir haben ihn. Trotzdem leckt es gerade unerträglich. Geht es mir? Na, Gott sei Dank, nee. Na, jetzt hat er sich, denke ich mal, wieder erholt. War bestimmt wieder mein tolles Antivirenprogramm, was einfach mal wütet. So. Shadowman, jetzt muss ich gerade nochmal überlegen. Shadowman. Ich würde jetzt sagen, wir warten erstmal, bis das hier aufhört. Ja, definitiv. So, jetzt sieht es so aus, als hätte er sich wieder eingekriegt. Na gut, dann können wir jetzt Shadowman bezwingen. Muss jetzt gerade wirklich nochmal gucken. Moment, bei ihm war es... ich muss ja diese Scheiße benutzen, genau. Da, wo ich so am schlechtesten treffen kann. So, perfekt. Ist wirklich mitunter die mieseste Angriffswaffe überhaupt in diesem Teil. So. Na gut, werden wir nochmal warten, und ich... Das ist Sparkman. Gut, Spark, bei dir war es... Nee, Snake war es nicht. Snake war... Snake ist dann bestimmt bei Topman, oder? Könnte ich mir gut vorstellen, aber...
Hey, egal. Spark? Nee, Spark gegen Spark, nicht Shadow? Ja, Shadow war's. Stimmt, ich stand ja hier so schön immer dann. Ich hab einfach mal meinen Angriff abgewartet und ihn fertig gemacht. So wie jetzt. Aber jetzt lief es besser. So, dann bleibt jetzt nur noch einer, Snake Man. Und da war es dann definitiv die Nadel, genau. So, Snake Man. Feuer, ich nage dich mal wieder. Scheiße. Aua, okay, du hast das. Glück gehabt. Das war schon mit dir. Und wir haben sie alle. Wir haben sie ja alle geschnappt und können jetzt mit dieser Tür hier durch. Dann wollen wir doch mal durchschreiten. Und beide endlich in den Hintern treten. Wir kriegen sogar ein Leben. Was fülle ich denn mal auf? Magneten. Bei Hartmagnet wäre auch nicht verkehrt, weil das brauche ich definitiv. So, und rein hier. Und schon geht's zur nächsten Stage. Jetzt sind wir da. Wir können noch ein paar Sachen auffüllen. Das hier. Needle. Nein, Needle brauchen wir nicht. Magnetman. Und versuchen wir hier noch reinzuschauen. Für Energie. Toll. Die brauche ich nicht. Genau, Waffenenergie. Okay, soweit aufgetankt. Und wir dürfen kämpfen gegen Whiteys Maschine, welches wie ein merkwürdiges Ding aussieht. Ihr könnt mir gut vorstellen, dass hier Magnet Man hilft. Ich muss gerade nochmal gucken, wo der Schwachpunkt nochmal war. Da was war, genau da unten die Kanone. Die trifft noch nicht mal. Okay, das ist nicht. Needle? Needle ist es auch nicht, Scheiße. Snake, glaube ich, kommt, weil das Ding geht ja durch. Spark? Alles klar, Schwachpunkt entdeckt. Und erledigt, Phase 1. Oh ja, toll, wie soll ich die kriegen? Da muss ich wahrscheinlich jetzt die Magneten benutzen. Oder Moment. Ich habe noch Rush Jet. Jetzt mach die mal nützlich. Und Feuer frei. Wir machen dich einfach mal mit Rush fertig. Weil wir es auch einfach mal können. Müsste sogar reichen. Komm schon. Egal. Und geschafft. Wiley ist vernichtet. Wo ist er denn? Da. So. Gib endlich auf. Das war nur eine Fälschung. Wir wurden reingelegt. Das hat er nicht umsonst gemacht. Okay, jetzt kommen wir zur richtigen letzten Wily Stage und werden hier nochmal beschenkt. Also hier weiß ich, auf jeden Fall brauche ich definitiv schon mal. Ja gut, Snake habe ich noch. Und Hardnack habe ich auch noch. Ich kann trotzdem die anderen Sachen noch auffüllen. So. Rush Jet nehmen wir auch noch ein bisschen Energie. So, und dann holen wir uns jetzt noch hier die Sachen da oben, den Energietank. Im Prinzip kann jetzt nichts mehr schief gehen, Leute. Also wenn ich mich jetzt noch so blöd anstelle, dann wäre das sehr dumm. Gut, auf geht's, Leute. Der letzte Kampf. Der endgültig letzte Showdown jetzt. Und da haben wir seine neue Erfindung, genannt Omega. Ja, dieser Roboter heißt Omega und ist ein Bau von Dr. Light und Dr. Wily, bevor sie wirklich sich getrennt haben und andere Wege gingen. Jetzt muss ich nur gerade gucken. Erstmal mit Rush Jet hoch. Anders kann ich ihn nicht angreifen. Dann meine ich, muss ich jetzt auf jeden Fall den Hardnackel einsetzen. Für ihn. Das meine ich noch zu wissen. Ja. Es wirkt. Ah, das war dumm. So. Und das war's schon. Zumindest mit dieser Phase. Jetzt kommt Phase 2, die wohl schlimmste. Na, hier können wir nämlich nur mit Snake Man angreifen. Weil die müssen wir nämlich, hier in dieses Loch schmeißen. Das ist ein einziger Schwachpunkt, sonst bringt es wirklich gar nichts gegen ihn. Die Schlangen greifen sozusagen Wily dann direkt an. Und beißen ihn förmlich. Sondern nicht sehr wirklich leicht. Und wir haben ihn geschafft. Wilys Tarn wurden mal wieder vereitelt. Hurra! Da kannst du noch so oft um Gnade winseln. Es ist vorbei. Wir haben ihn
Umgebracht wurden aber auch erledigt. Und Proto Man rettet uns. Epilog, yo, super. Wir verstehen leider mal wieder nix. Aber immerhin, wir haben Wily vernichtet. Ja. Jetzt sehen wir auf jeden Fall nochmal die ganzen Robotmaster. Sogar die ersten noch. Finde ich auch mal cool. Ja, jetzt sehen wir wirklich die ganzen Robotmaster, die Dr. Light sozusagen erfunden hat. Und sehen sogar japanischen Text. Ja, wie dem auch sei, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben Mega Man 3, Rockman 3 in diesem Fall durchgespielt. War in dem Fall wirklich ein bisschen nervenaufreibend, speziell bei den... Bei der zweiten Hälfte der Robotmaster. Da habe ich mich ja echt schwer getan. Weil ich echt nicht mehr... Na, Roll hat sogar die Nummer 2. Weil ich da echt nicht mehr die Reihenfolge wusste. Und Rockman hat die Nummer 1. Und da ist sogar Blues. In japanischen heißt er ja so mit der Nummer 000. Der auch von Dr. Light in dem Fall erfunden wurde. Und natürlich, Dr. Wily ist mal wieder in seiner Kapsel abgehauen. Oder warum ist die da oben? Egal, jetzt sind wir die Credits, Leute. Und die... Ja, die Robotmaster dieses Teils. Und wer die sozusagen gebaut hat, alles. Ah, Leute. Rockman 3, Mega Man 3. Muss ich sagen, ist echt mein Lieblingsteil. Nicht nur, weil er so unglaublich lang ist und auch so viele Robotmaster beinhaltet. Nein, auch wegen den Melodien. Ich finde wirklich, dieser Teil hat mitunter sehr geniale Melodien. Und dieser Teil macht mir wirklich mitunter am meisten Spaß, weil Mega Man hier auch wenigstens rutschen gelernt hat. Das finde ich hier wirklich sehr genial. Es gibt zwar Leute, die wirklich sogar das schon bei Mega Man kritisiert haben, was ich in dem Fall aber nicht verkehrt finde, weil das Rutschen macht das Ganze auch wirklich interessanter. Finde ich jetzt zumindest. Dadurch kann man wirklich schön versuchen, das Spiel schnell durchzurennen. Ah ja. Ist auf jeden Fall schon ganz lustig so. Es hat auf jeden Fall, wie gesagt, Spaß gemacht, auch jetzt diesen Teil noch durchzuspielen. Als nächstes wird er dann auf jeden Fall bald Mega Man 3 folgen. Der wird allerdings dann wirklich mit Titel Mega Man folgen, also dann wird es nicht mehr japanisch sein. Nein. Der wird wirklich Mega Man heißen, aber den werde ich dann auch anders Let's Play. Ihr werdet sehen, wie... Aber bis es dann soweit ist, wird erstmal noch ein anderes Projekt untergeschoben. Als Wochenendprojekt. Naja, somit haben wir Rockman 3 jetzt auch geschafft. Ja, bis Mega Man 4 kommt, das wird auch nicht mehr lange dauern. Seid gespannt, wenn es soweit ist. Ich hoffe, ihr werdet euch diesen Teil dann auch noch antun. Falls es wirklich so interessant ist, bei mir anzusehen. Weil ich mache es wirklich so ganz normal durchspielen und so. Nichts Interessantes, kein Buster Only oder so. Wenn sich das trotzdem antut, danke fürs Zuschauen. Und ja, vielleicht sieht man sich ja bei Mega Man 4 wieder. Deswegen verabschiede ich mich einfach mal hier und sage bis zum nächsten Let's Play. Auf Wiedersehen. DJ Chaos Strikes Back.